Ich hoffe wirklich, wir haben wieder voll Leben. Oh ja. Naruto, Kyuubi no Chikara. Sento Kaishi. Ey, das sieht aber viel Chakra. Meine Bijou-Kugel! Ich kann mich nicht mehr verteidigen. Ich muss erstmal mit der Steuerung des neuen Schätzchen klarkommen. Also Tauschschütze geht nicht. Das war mir auch schon irgendwie klar. Aber auch Verteidigung geht nicht. Das gibt's doch nicht, diese Katze. Was zum, manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Die Bijou-Kugel, die braucht einfach extrem. Man kann sich doch verteidigen. Aber warum hat das eben nicht gemacht? Ich kann auch nicht auf einen zusprinten. Oh, diese Katze ist so nervig. Wir haben jetzt schon Hälfte verloren bei dem Ersten. Bei dem Ersten. Wir laden uns das mal auf. Die Katze war am nervigsten. Ich will ein bisschen aufpassen, weil ich will nicht wieder alles von vorne machen. So, das war Nummer 3. Auch wenn es langweilig ist, ich habe keine Lust, hier nur Fehler zu machen. Die Kugel ist einfach durch ihn durchgeflogen. So, das war's auch mit dem.
Na gut, der wird, glaube ich, nicht so schwer, weil der hat keine Fernattacken. Da können wir uns jetzt in Ruhe aufladen. Ich dachte gerade, aber diese Blasen kommen nicht bis zu uns. So, 6 und dann fehlt noch der 7-schwänzige. So, hau schön ab. Ja, hau ab. So. Nein, näher ran. Und das war's. War schon besser, auch wenn wir uns ein bisschen zurückgehalten haben, immer wieder im Hintergrund. Aber ich würde es ja auch gerne mal schaffen und nicht immer verlieren. こっちも時間だ。わしが力を貸せるのはここまでだ。ナルト、あとはお前や。分かってる。あいつはこの手でぶん殴らねえと気が済まねえ。来い。打ちかましてきやがれ。 Normaler Naruto? Ja, ich weiß ja nicht. Ich erinnere mich damals an den Kampf mit Pain im zweiten Teil. Da war das auch nicht so einfach mit dem normalen Naruto. Der normale Naruto ist mir einfach, naja, zu normal. Oh, Nahkampf, okay. Ich war mir schon klar, dass das irgendwie nicht funktioniert. Mist, ich dachte, ich kann die Ulti hinterher schicken. Vorsichtshalber Energie aufladen. Chakra wa mou nokori sukune. Ein Stern noch. Noch nicht vorbei.
最後のチャクラを使い果たしたか。この勝負、俺の勝ちだ。チャクラがなくなってもな。俺の拳にはいろんな名前といろんな思いがいっぱいに詰まってっから、痛えぞ。メシャフェです。ナルト、行け、ナルト。Geschafft. Seine Maske müsste jetzt auch komplett zerbrochen sein. Neue Charaktere verfügbar, sehr schön. Ja, die Schwänzigen, alles sehr schön. Ja, und die normalen, auch alles sehr schön. Okay. Hey, was für ein Kampf. Uzumaki Naruto. まさかここまでの力を手にするとは。だが俺の戦いは終わらん。そして憎しみも消えることはない。俺は俺の計画のためにこの歩み止まることはない。九尾と八尾はいただく。必ずな。逃げちまったか。だが、よくやったな。ナルト、おい、大丈夫？あれだけやった後だ。そりゃこうなるだろうぜ。ほんと、大したもんだぜ。お前はイオウ。以上が各戦場での戦果報告となります。多大な被害を受けましたが、ひとまずは奴に世界を奪われなかったことを喜びましょう。ああ。うちのナルトもキラー B も無事だったことだしな。とはいえ、ここに来て本物の内ハマダラが出てくるとは思わんかった。俺たち五影の力をもってしても互角、危険な相手だ。そして偽物だった面の男か。どちらもいずれ再戦することになろう。忍び連合として相応の覚悟をしておかなければなるまい。来たるべき決戦に向け、さらに作戦会議を密にしましょう。また即戦力の忍びを生み出すため、各里の教育システムのすり合わせをすべきです。じゃな。ここまで来たら出し惜しみするものは何もない。出し惜しみするものは何もないか。どうした、雷影殿。正直なところ、この連合を組んで、ここまで関係が強固になるとは思っていなかった。結局は各里が、己の利益のために腹を探り合い動くものだと思っていた。戦争が終われば、また過去と同じ対立の関係になるものだと思っていた。だが結果は、わしの考えを大きく裏切った。
世界は本当の意味で一つになろうとしている。新しい時代、少しは期待していいのかもしれんな。新しい時代が本当に来るかどうかは今後の私たちにかかっている。まずはマダラたちを倒す。全てはそれからです。ああ、となると戦いの鍵となるキラー B とナルトの扱いをどうするかだが。そういえばホカゲ様、今彼は。あいつならまだ眠っている。本来ならキュービの影響もあって回復が早いのだが、今回はキュービのやつもよほど力を使ったんだろう。死んだように眠ってるよ。では。だが命に別状はない。じきに目覚める。そうですか、それはよかった。渦巻きナルト、世界はゆっくりだが動き始めている。お前が見せてくれた光が世界に届いている。平和への道は確実に存在する。平和はもう目の前だ。あれ、ここは。ああ、これは夢だな。時々あるんだよな、これは夢だってわかるやつ。つうか、なんだこれ、何も見えねえ。こんな変な夢見んのは珍しい。父ちゃん、母ちゃん。父ちゃん、母ちゃん。分かってる。これは英雄の物語。迫る脅威にただの一度も臆することなく。大切なものを守るため最後まで戦った。
これは英雄の物語。私の愛する英雄の物語。Ja, ich mache kurz ein bisschen leiser. So, das war also die Hauptstory von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Die Hauptstory ist zwar zu Ende, aber das Spiel noch nicht. Wir müssen noch nach Nebenmissionen gucken und alles. Und ich glaube, es ist noch eine kleine Sache übrig. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Aber wie gesagt, die Hauptstory ist hier zu Ende. Das Spiel noch nicht. Es wird noch ein bisschen weitergehen. Dann wahrscheinlich aber erst in der nächsten Folge. Was bleibt noch zu sagen? Was bleibt zu sagen? Ich freue mich schon auf die nächsten Teile. Es sind doch 2 Naruto-Teile offen. Wieder ein Special-Teil. Ich glaube, Revolution. Und dann noch Naruto Storm 4. Die werden jetzt aber allerdings nicht als nächstes folgen. Ich muss erstmal gucken, was als nächstes kommt. Was, ja, ich als nächstes zocke. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Oder eher gesagt, ich habe eine kleine Ahnung, was es wird. Aber ich muss gucken, ob ich das umsetzen kann. Ansonsten, ja. Schönes Spiel, war sehr spannend. Ich musste mich ein bisschen wieder in die Kämpfe reinfuchsen, deswegen habe ich vielleicht am Anfang ein bisschen versagt und bis zum Ende immer noch versagt. Wir haben uns in den Endkampf jetzt, also ich habe mich in den Endkampf jetzt sehr zurückgehalten, damit ich auf ja nicht verliere. Ich habe, ja, mich mehr zurückgehalten, von Weitem geschossen. Wir haben zwar gewonnen, aber es war jetzt nicht der epischste Kampf hier überhaupt. Aber man muss nun mal auch mal aufpassen auf sich. Man kann ja auch nicht immer losstürmen und hoffen, dass man gewinnt. Man muss sich auch mal zurückhalten und nachdenken. Ja. Gut. Fazit ist klar. Ich mag diese Spielreihe. Ich finde diese Spielreihe genial. Ich bin Naruto-Fan. So oder so. Und die Spiele an sich sind echt cool. Da ist der Tsuchikage. Oh, sein Rücken. Ja, okay. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, 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 sehr viel Spaß. Geht zwar noch ein bisschen weiter, aber da die Hauptstory jetzt zu Ende ist, muss ich sagen, einfach großartig. Ich glaube aber, die Story in den Spielen ist nicht ganz getreu mit der Serie. Zum größten Teil ist alles genau gleich und so. Aber ich glaube, es ist nicht ganz getreu mit der Serie. Denn ich weiß nicht mehr. Es ist lange her, dass ich das geguckt habe. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre. Aber Naruto hat doch nicht gegen alle geschwänzten Tiere auf einmal gekämpft, oder? Also gegen Roshi, ja, das weiß ich. Roshi gegen Son Goku da. Gegen den hat er gekämpft, das weiß ich. Aber gegen die anderen alle bin ich mir gerade unsicher. Mitsukage. Sie braucht unbedingt einen Mann. Ja, und als Naruto die Maske zerbrochen hat, ist da, nennen wir ihn mal weiterhin für die Leute, wo ich nicht spoilern will, Tobi. Ist er da auch wirklich abgehauen? Der Krieg ging doch weiter. Also, niemand ist doch da abgehauen. Ich meine, die kämpften weiter. Oh, der Raikage und Killer Bee. Ei. Also wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich mich da irre. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn es nicht genau getreu mit der Serie ist. Es ist trotzdem auch hier zum größten Teil alles gleich und eine super Story und es macht tierisch Spaß zu spielen, zu kämpfen und auch den Geschichten zu lauschen. Selbst wenn man die Story schon kennt, macht es trotzdem Spaß, sich das im Spiel nochmal anzusehen. Und auch selbst zu spielen. Unglaublich. Macht Riesenspaß. So, wer kommt jetzt? Gaara. Ich wusste es doch. Ach ja. So. Der letzte Kampf.
am schwersten war es wirklich, als kleiner Naruto gegen die geschwänzten Tiere zu kämpfen. Das war wirklich am schwersten, weil das gegen zwei auf einmal ist einfach zu krass. Die feuern hin und her. Es war nicht einfach, sagen wir einfach so. Jetzt kommt Tsunade. Und damit haben wir auch alle Kage durch. Konoha wird wieder aufgebaut. Wird aber eine Weile dauern. Es wurde sehr, sehr zerstört von Pain. Und ich glaube, damit sind auch die Credits durch. Wer noch dranbleiben will, das Spiel ist noch nicht vorbei. Es gibt noch eine Nebenmission und vielleicht noch so eine kleine Hauptmission. Es ist noch nicht vorbei, deswegen verabschiede ich mich jetzt auch nicht. Es geht noch weiter. Ja, ja. Okay. Trotzdem ein super Spiel. Und der Ladebildschirm. Oh, es kommt noch was. Eiyu! Doukei o seoi! Kibou o motarasu! Ika ni shichi o ayumou tomo! Ika ni kukyou ni tatou tomo! Moyuru ishi wa なおも高ぶり信ずる者がために核も戦うその者英雄日々が経ち過去が未来に転じる友その名は微塵も朽ちることなく新しき時代に轍を残し混迷の世に今一度名は継がれるその者英雄歴史に刻まれし新風その名は渦巻きナルト Und das letzte Kapitel ist fertig. Du hast alle Musikstücke. Okay. Dem Shop wurden neue Items hinzugefügt. Möchtest du speichern? Ja. Und wir speichern. Und treten den Ladebildschirm entgegen. Kommt jetzt noch ein Video oder so? Weil ich würde jetzt gerne eine Nebenmission machen und ein bisschen... Hui! Keine Ahnung. Das Abenteuer geht weiter. Du kannst nach dem Abschluss der Haupterinnerung noch viele weitere blablabla Ereignisse spielen. Wenn du sie abschließt, könntest du glatt in eine Nebengeschichte über einen gewissen jemand verwickelt werden. Arbeite mit Naruto zusammen, um all diese Ereignisse abzuschließen. Lesen ist bei mir echt schwer heute.